Mission 17, das Reich der Kamele. Wir als Araber gegen dreimal Sultan und die dreifache Anzahl macht einen Sultan jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Von daher, nun, wie spielen wir? Ich würde sagen, ich improvisiere einfach ein bisschen rein. Wir machen es einfach so nach Tech-Tree-Art. Das heißt, wir starten mit dem Schwächsten, also so mit Sklaven und Schleuderkämpfern und schalten hoch je nach Bedarf. Wenn alles gut läuft, kommen wir vielleicht mit Sklaven und Schleuderkämpfern durch. Alles klar, 2000 zu 8000, gut, das ist eine kleine Nummer, also das ist tatsächlich eine Ansage, aber das wird schon werden. Der Berg starten wir einfach mal rein. 60 bitte Start, danke. Unsere Stadtbogenschützen behalten wir, denke ich mal. Ich möchte jetzt nicht auf diese krasse Nummer aufsteigen, die ich auch mache mit... hier mit meinem Zweitkanal, dass ich einfach sage, ich löse alles auf, was jetzt nicht mit der Einheit zu tun hat, die ich einsetzen will. So, diesen Schritt gehe ich jetzt nicht unbedingt. Diese paar Bogenschützen könnten uns vielleicht von Diensten sein, von Nutzen. Wir haben genau ein Holz zu wenig für einen weiteren Holzfäller. Komm. Weiteren Holzfäller bin ich. Nein, das ist mein Marktplatz. Es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen... ihr merkt vielleicht auch, dass ich hier und da ein bisschen haspel beim Reden. Es ist abends, es ist jetzt so 21 Uhr, aber ich habe trotzdem erst vor kurzem ein bisschen geschlafen und danach bin ich immer ein bisschen so schlaftrunken. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Es ist einfach diese blöde Hitzewelle, die kommt. Also ich kann persönlich nicht so richtig nachvollziehen, was die meisten Leute so haben mit ihrem Sommerhype. Ich frage mich, was die meisten Leute so wirklich ultra toll am Sommer finden. Also wirklich am Hochsommer. Der greift mich schon an, wollte mich verarschen. Es werden Rekruten benötigt. Ich weiß nicht, ob ich Feuerwerfer einsetzen soll. Ich meine, wäre mal eine coole Idee. Ist das mein Torhaus? Ich muss ja eigentlich nur hier und hier deffen, oder? Das sind ja meine Sachen. Komm, die verstärke ich dann einfach noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall, ich frage mich, was die Leute an diesem Hochsommer so mögen. Wenn wirklich die Sonne runterknallt, halb verbrannt wird auf der offenen Fläche, mitten auf der Sonne. Selbst wenn man kein Vampir ist. Sich schon so halb am Auflösen ist, weil es draußen gut 35 bis 40 Grad ist und es in der Wohnung auch so scheiße heiß ist, dass man irgendwie immer vor sich hin sieht. Und vor allem das Allerschlimmste, man kann nachts nicht mehr gescheit schlafen. Also es gibt nur sehr, sehr wenig Leute, die ich kenne, die im Hochsommer abends richtig schlafen können, also wirklich durchschlafen können. Bei mir ist es auch so, dass ich einfach so oft aufwache und so einen unruhigen Schlaf habe, dass ich stellenweise nur so 4 Stunden schlaf oder so und dann hole ich ein bisschen was tagsüber nach und wenn ich mal tagsüber schlaf, dann bin ich auch total so ein bisschen vor mich hinsammern. Ich bräuchte bloß noch so einen Altenpfleger, damit die Tabletten vorbeibringt. Das würde noch ins Bild passen. Okay, schleudern. Ey, ich hab beschossen. Beschuss und so. Du kannst dem mächtigen Turbanator nichts anhaben. Hat Firefly das tatsächlich? Ah ne, ist es nicht asymmetrisch. Ich wollte schon sagen. So, mache ich zumindest eine Zinne vor. Los Zinnos. Und so kleine Türmchen. Ich finde, die stehen. Also ja, die stehen halt wirklich, aber die stehen dem Torhaus gut. Fragezeichen. Vielleicht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Eisenmine verdecken. Machen wir es so. Yay. Okay. Gucken wir mal, was wir so alles anfangen können. Jetzt werden wir halt hier ein bisschen bekämpft. Das ist ungeil. Wisst ihr was? Wir können ein bisschen auf Nahrungsvielfalt mal achten. Wir können jetzt tatsächlich... Ey, Kamele! Ich werde von der Zigarettenmarke bedrängt. Ach, diese Bogenschützen, ne? Eine Treppe machen kann ich jetzt nicht, weil die Schwertkämpfer hier vorumpimmeln, oder? Naja, war ja klar. Okay. Die Bogenschützen nerven echt. Vielleicht setze ich ja doch Bogenschützen ein, zumindest für die Defense hier. Weil das geht mir jetzt echt auf den Keks, dass die mir hier die ganze Zeit so rumballern. Und hier hätte ich zumindest auch gerne welche, die mir ein bisschen... Es muss ja jetzt nicht unbedingt so das Mega-Gerät sein. Ja, gut, es ist ein Mega-Gerät, aber ich muss jetzt nicht unbedingt Turmgeräte drauf bauen. Aber Hauptsache, hier ist mal ein bisschen für Ruhe gesorgt. Das nervt mich schon ein klein wenig, dass ich hier ständig beschossen werde. Bin ich ja mal gespannt, wie ich
Was mache ich denn? Nachricht vom Sultan. Hi. War dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Bin ich immer gespannt, wie ich das auf meinem Zweitkanal löse, diese Mission, mit was für Einheiten. Ich bin bei vielen Missionen sowieso am Grübeln, wie das machbar ist dann. Mit irgendwelchen Einschränkungen. Der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. So. Setzen wir uns zumindest hier mal ein bisschen zurecht. Weil von der Entfernung von Bogenschützen beschossen zu werden, ohne sich wehren zu können, ist eine verdammt eklige Angelegenheit. Das muss nicht unbedingt. Aber heute offensiv lasse ich mal die Bogenschützen weg. Mach mal so. Wie gesagt, Tech Tree nach oben hin offen, einfach je nach Bedarf. So war es ja gemeint. So, ein bisschen Eisen zu verkaufen ist ja auch nicht verkehrt. Wolle Eisen kaufen. So, drei Vorratslagerplätze dürften eigentlich reichen. Der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. Hier können wir mal volle Kanne reingehen. In die vollen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ja. Komm, machen wir hier noch Bäcker. Bleckenbäcker. Und so. Wir benötigen Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zwei Stück mehr hätte ich gerne noch. Danke. Oh. So, aber ein kleines bisschen mit diesem Zeug kommt... Ich meine, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir sind direkt auf 0. Und durch die Nahrung, die hier reinkommt, sind wir hin und wieder mal ganz kurz zumindest auf plus 1 bis plus 2. Und ich habe ja gerne ein kleines bisschen Überschuss nur für den Notfall, dass mal ganz kurz wegen irgendeinem Problem was runtergeht. So gefällt mir das eigentlich. So, jetzt könnte ich noch hier ein bisschen was gebrauchen. Und dann... Ja, die Leute fragen ja, hä, was baust du Kirchen als Araber? Es ist ein allgemeiner Religionsgebäude. Ich meine, so vom Stil her, wenn nicht das Kreuz da wäre. Ganz ehrlich, wären nicht die Kreuze drauf, könnte das auch tatsächlich eine Moschee sein. Ich kann es gerade nicht zeigen, weil gerade nirgendwo Bauplatz ist dafür. Ja, ihr könnt mich mal. Aber hier, ihr seht es ja auch. Ich meine, es ist nicht undenkbar. Von daher, ja, man kann einfach sagen, es sind Moscheen. Fertig. Bumm. Bäm! Junge, bäm! Fakten ins Gesicht. Machen wir einfach noch eine Kirche. Ja, ich weiß, Geld verschwendet. Ich weiß. Aber ich glaube, ich hätte die dann doch lieber hier irgendwo und hätte hier dann auch nochmal einen Turm aufgebaut, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Dass ich hier nicht genervt werde. Genervt. Eine Nachricht vom Sultan. Folgt besser dem Wüstenwind in Richtung Heimat. Wir benötigen Gold. Wollen wir irgendwas an guten, bösen Dingen bauen? Bauen gute Dinge, böse Dinge. Was haben wir das letzte Mal als Araber gemacht? Eine Nachricht vom Sultan. Da haben wir gegen... da haben wir gegen Richard gespielt. Und da haben wir, glaube ich, den arabischen Richard gemacht und da haben wir gut gespielt. Wollen wir deswegen... Ja gut, das muss jetzt nicht unbedingt abwechselnd sein. Ich meine, wenn ich jetzt hier nur mit Schleuderschützen und Sklaven angreifen will und dann noch und dann wirklich um die Krone aufzusetzen und dann noch unbedingt tatsächlich auf bösen Angstfaktor gehe, dann habe ich solches Schreddermaterial, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, ich drehe dann meine Einheiten direkt durch den Fleischwolf, wenn ich damit angreife. Ich meine, er hat ja maximal einen guten Bonus. Wenn wir mit maximalen Bösen kommen, das ist 50% Truppenunterschied. Wenn wir dann auch nur noch mit Trash kommen, dann wird das nichts unter 400-500 Einheiten oder so. Trotzdem würde ich gerne mal... Komm, wir können ja ein paar kleine Nervangriffe machen oder so. Es werden Rekruten benötigt sein. Und oder. Werden wir bis jetzt eigentlich gar nicht von oben angegriffen, merke ich gerade. Bis jetzt ist es hier ziemlich erstaunlich ruhig. Ich musste ja das Maul aufmachen, oder? Ist ja gut, ich baue schon was, dass die Leute hochkommen auch. Und hoch mit euch. Vielleicht wird man auch einfach neutral, was spricht dagegen? Und wenn, dann würde ich tatsächlich ins Gute gehen, weil es einfach gut ist. Es bringt einfach mehr, weil die Wirtschaft ist ab einem gewissen Punkt sowieso gut genug, erst recht, wenn man Trash-Truppen baut. Das ist halt die Sache, wie ich finde.
Wenn man richtig schlechte Truppen einsetzt, braucht man zumindest guten Angstfaktor. Bei richtig starken Truppen reicht es auch mit den negativen, weil die sind auch teurer und da braucht man es mehr. Ah ne, die drehen immer um. Die wollen immer durch einen gewissen Punkt durch. Verstehe. Was auch immer das soll. Oh, kann ich von hier eigentlich rüberschießen? Das wäre lustig. Da drücke ich mein Auge zu. Wir benötigen Gold. Na gut, hier sehe ich auch. So. Hier sollten wir mal ein bisschen was anzünden. Ein erträglicher Verlust. Was? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die hier gehen ja echt ein bisschen durch den Spießrutenlauf durch. Naja, wenn es Spaß macht. So, mal gucken, ob meine Leute durchkommen. Es müssen nur so ein bis zwei. Staffellauf. Wir schaffen. Goal. Nicht am Ochsen aufhalten. Nicht am Ochsen aufhalten. Einfach hier schön anzünden. Ja, zündet ihr mal. So, vielleicht ein bisschen die Holzfäller noch. Hey! Na, dann schleuder mir doch einen. Sultan, warum hast du einen Turban auf? Dann schleuder mir doch einen. Eine Nachricht vom Sultan folgt besser dem Wüstenwind in Richtung Heimat. Es werden Rekruten benötigt sein. So, wir haben jetzt auch einen Kirchenbonus. Das reicht aber noch nicht, um mit der Steuer nochmal. Ja gut, nächste Stufe wäre eben eine 12er. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Das würde aber mit guten Sachen funktionieren. Es würde funktionieren. Ey! Ich stelle mal wieder her. So, Geld. Ach ja, wie schaut es eigentlich da oben aus? Schieße ich tatsächlich ein bisschen... Ja, maximal ein bisschen die Türme an. Das geht noch. Sammeln wir mal ein paar mehr Schleuderkämpfe. Steine können auch weg. Da haben wir keinen großen Bedarf mehr. Jetzt haben wir mehr als genug Holz. Das kann weg. Und... mal ein paar gute Dinge. Machen wir eine schöne Gartenanlage her. War es nicht so, dass... Ja. Nein, nein. Das allergrößte Problem. Hier ist ein Baum im Weg. Das ist doof. Ach ja, wir haben die ganze Zeit... Ach so, deswegen wollen die ganze Zeit hier durch, weil es ständig offen ist. Gut, so was hätte ich mir schon fast denken können. Das ist ja eigentlich schon fast nur vorteilhaft, dass wir hier offen haben eigentlich, weil die Leute dann so schön nur durch diese eine Stelle gehen, aber es ist komplett. Dankeschön, jetzt hätte ich auch daran sehen sollen. Nur noch 10 Tage... Ach ne, doch nicht. Wer nahm wen? Wer nimmt wen? Das ist so. Das ist so eine Version von Pornhub wahrscheinlich. So schlimm ist die Version. Wer nimmt wen? Komm, ich mache hier einfach so eine kleine Erweiterung für den Gärten rein. Was soll's? Die Kamele sind unruhig. Sicher ein schlechtes Omen für euch. Ne, es ist deine Nähe, du zu vieler. An der Stelle sage ich es doch lieber nicht weiter. Gucken ja Kinder zu. Vielleicht. Vielleicht gucken auch Kamele zu. Das können wir denn doch nicht antun, den Arm. An alle Kamele, die zuschauen. Das tut mir leid. Der Sultan wird euch nie wieder was tun. Es werden Rekruten benötigt sein. Schleudern. Eine Nachricht vom Sultan. Schleudern. Folgt besser dem Wüstenwind in Richtung Heimat. Die Sache ist, die Feuerwerfer einsetzen. Sowas wie nur Feuerwerfer
Wisst ihr, wie eklig das ist? Ich habe schon mal ausprobiert hier und da ein bisschen rumexperimentiert für meinen Zweitkanal. Das klappt höchstens. Also wirklich nur Feuerwerfer, nichts anderes. Das klappt höchstens bei irgendwelchen Gegnern wie Richard Löwenherz, der noch verhältnismäßig wenig Fernkämpfer einsetzt und nur Gepanzerte, dass man damit den Feuerwerfern halbwegs hantieren kann. Aber ein Gegner, der halbwegs viele Fernkämpfer einsetzt, das ist so ein Massaker. Ich meine, die kosten 100 pro und haben Nahkampfangriffskraft, die wirklich unterirdisch ist. Da hat man nur das Feuer. Und wenn der Gegner noch agile Truppen und viele Fernkämpfer hat, die gehen ja auch ruckzuck im Pfeillagel unter. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Also sowas wie nur Feuerwerfer, das würde ich, glaube ich, boah, das würde ich selbst auf meinem Zweitkanal, wo ich ja schon einige Späße mache und mehr Konzentration habe, selbst da würde ich das nur in äußersten Fällen, also wirklich, es wird nicht sehr viele Fälle geben, wo ich sowas einsetze. Ich meine, hallo. 104. Ich würde sagen, das ist eine Zahl. Die Zahl kann aber höher werden. Unsere Zahl muss höher werden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir brauchen nicht mehr Schwertkämpfe. Gut. Eine Nachricht vom Sultan. Der Himmel war dem Sultan. Aber ihr seht, ich setze die Bogenschützen defensiv ein in meinem Bereich und setze nicht mal Turmgeräte ein. Es ist nicht so, dass ich diese Mission jetzt total abuse. Ich nutze einfach die Mission, wie sie gemacht ist. Ich meine, es hat seinen Grund, dass hier dieser Spießrutenlauf außenrum ist und dass man diesen Höhenvorteil hat. Es ist schon von der Mission genauso gewollt, dass man diesen Höhenvorteil ausnutzt und einen schönen Pfeilhagel auf die Gegner niederrassen lässt. Ich meine, hätte der Marschall... Marschall, wie komme ich jetzt auf Marschall? Hätte der Sultan... Gut, sind beides alte, schläfrige Säcke. Hätte der Sultan jetzt nicht mit Bogenschützen auf mich geschossen, hätte ich es vielleicht sogar gelassen und nur Schleuderkämpfer eingesetzt. Aber sich von der Distanz niederschießen zu lassen, ist jetzt nicht unbedingt eins meiner Hobbys. Also, es gibt vielleicht Leute, die was anderes behaupten, aber ich bin noch der Meinung, nee, das muss nicht unbedingt sein. Ach Mann. Was ist das für eine Schlange? Kommt mal her, Freunde. Da. Tor auf. Und durch. Haja. Es werden Rekruten. So, damit greifen wir mal an und hoffen, dass wir was erreichen. Erreichen. Der Kornspeicher ist voll. Das Navi von Hitler. Sie haben ihr Reich erzählt. Wir werden überfallen. Und auf geht's. Es wird sehr schwierig, damit jetzt effektiv was zu erreichen. Wir müssen ja irgendwie durch die Mauern auch durch. Komm, wir holen uns zumindest den einen oder anderen Sturmbock. Böckchen. Euer Gnaden. Böckchen auf Reisen. Ich stelle mir gerade so ein Kinderbuch vor, mit so einem Sturmbock als Protagonist. Böckchen auf Reisen. Sicher ein schlechtes Omen für euch. Böckchen und das donnernde Torhaus. Ein guter Mann. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Böckchen hinter Gittern. so sieht man nur, wie der Sturmbock hinter dem Fallgatter steht. Oh, das ist ja toll. So, Leute. Ihr macht mal ein paar Böckchen. Die werden ein bisschen geschwächt, würde ich sagen. So minimal. Ein oder andere Steinchen kommen durch. Verstärkung. Auf geht's. Lasst sie nicht passieren. Nicht solange sie nicht den A38er Passierschein haben. Ich würde sagen, dass Gegner mal durchkommen. Das passiert, ne? Gott, ich liebe diese... Eine Nachricht vom Sultan. Gott, ich liebe diese Nachricht vom Sultan. Ja, ich sag mal, kannst du mal ein bisschen hin machen? Eine Nachricht vom Sultan. Ihr lieben Zweige trauern über den Verlust des Sultans.
Die Olivenzweige feiern eher den Befreier. Ich will nicht wissen, wo du die überall hinsteckst. Das hat so ein alter Perversling, der Sultan. Bestimmt. Ich hab's einfach behauptet. Es muss wahr sein. Ich hab's alternative Fakten gelesen. Da stand's drin. Wollen wir mal stürmen? Wisst ihr was? Wir stürmen mal. Dafür gehen wir mal wirklich auf Minimalgeschwindigkeit und versuchen, dass wir das so gut wie möglich. Ich hätte es eigentlich noch mit Zahlen machen sollen. Ober, Zahlen bitte. 19, 22, 33. Messern! Wer bringt mich ein Messer zu einer Schleuderei? Alter, wie schnell. Fuck. Schleuder. Wir haben sogar noch Böcke für den nächsten. Geile Böcke aus deiner Umgebung. So ein Erotikheft mit Ramböcken drin. Oh. So ein Rambock, der sich so über so eine Stange. Stellt euch nicht vor, wie der sich über eine Stange regelt oder so, einfach so neben so einer Pole-Dance-Stange steht. Okay. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire.